Dann schlafe ich hier gleich ein, Mann. Wie wär's damit, wenn ein bisschen mehr Action hier reingebracht wird? Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zum ersten Fight für alle hier in Advanced Warfare. Erstmal werden wir nach Lobbys suchen. Und ja, Fight für alle. Normalerweise sind die meisten guten Spieler sehr auf die Schritte, ich sag mal, angepasst. Also sie verlassen sich sehr darauf, dass sie Schritte hören und dann die Leute halt durch die Schritte halt identifizieren können, von wo sie kommen und sie dann ermorden quasi oder töten. Sonst klinge ich wie so ein Suchti, was ich auch zum Teil bin, ich geb's zu. Hier springt ja jeder quasi rum und das mit dem Schritte hören wird ein Problem sein. Allerdings weiß ich noch nicht, ob es einen Perk gibt gegen das Schritte hören, weil ich selber noch nicht so weit bin. Ich habe ja auch selber das Spiel erst vor kurzem. Das ist jetzt mein siebtes, ne? Das ist mein siebtes Game oder sowas jetzt. Ja, siebtes. Das ist mein siebtes auf jeden Fall. Deswegen habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Ich bin auch dabei, alles freizuschalten. Und ich werde vielleicht meine ersten 10 Gameplays aufnehmen. Und ich weiß, ich rege mich ziemlich auf in manchen Gameplays. Aber ich muss sagen, es ist wirklich manchmal total frustrierend, muss ich sagen. Ich denke, das kann man verstehen. Und so stark wie bei FIFA rege ich mich auch nicht auf. Heute spiele ich auch Spaß mal mit der MP11. Kenne ich noch nicht. Noch nie gespielt, genauso wie diese Map noch nie. Ich werde jetzt meine ersten 10 Gameplays aufnehmen. Egal wie sehr ich mich aufregen werde, ich werde auf jeden Fall noch besser in dem Game. Und ja, ich darf nicht vergessen, wir spielen frei für alle. Jeder ist mein Feind. 8 gegen 8, obwohl... Naja, es sind nur 6 Leute oder 5 Leute, ich weiß gar nicht, ich habe Bock hier zu zählen. Schritte könnte man gut hören. Aber... ich kann euch nicht genau sagen, ob man es wirklich kann, weil... also ich sehe auf der Karte, da schießt jemand. Deswegen weiß ich, dass er dort ist. Aber hören tue ich gerade niemanden. Ja, der Typ ist reingekommen. Wir nach 32 Munition. Okay. 64 noch. Fast 100 Munition. Oh shit. Habe ich nicht gesehen. Ziemlich knappe Geschichte. Ich versuche die zu hören. Ich weiß gar nicht. Ich versuche zu identifizieren. Shit, der hat mich zuerst gesehen. Das ist. Ja, das ist nicht möglich, glaube ich. Ich höre niemanden irgendwie. Ich höre einfach niemanden. Merkwürdig. Normalerweise ist Infinity Ward immer sehr dafür bekannt, irgendwie, dass man Schritte hören kann. Aber ich höre hier gar nichts. Viel zu viel gerade. Ich befinde mich gerade hier in diesem Ort. Man könnte sagen, ich patrouilliere hier. Ob das jetzt stimmt, ich weiß nicht. Könnte schon sein. Die kommen hier alle hierher. Ich bin sehr... ah, shit. Der war unsichtbar. Aber ich habe ihn gesehen, aber ich schätze mal zu spät. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekillt hätte, wenn er sichtbar gewesen wäre. Ja, mit dem Scuff muss ich noch zurechtkommen. Ich spiele sehr wenig Xbox normalerweise. Eigentlich würde ich das Spiel lieber auf der PS4 bevorzugen. Aber die Xbox hat immer Vortritt, sag ich mal. Ja, hier rauszugehen ist eigentlich Selbstmord, ja. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich werde da hundertprozentig sterben. Deswegen denke ich jetzt ab und zu mal ausnahmsweise mal schlau und gehe da mal nicht raus. So, ich gehe einfach mal hier lang in dieses komische Gebäude. Sieht aus wie ein Gericht oder sowas. Habe ich nicht gelesen, was da stand. Ich habe jetzt mitten im Game keine Lust, damit zu lesen, was da steht. Ja, und dann werde ich trotzdem weggeholt. Es ist im Moment unentschieden, die momentane Situation. Das würde ich gerne ändern. Weil, das ist ein bisschen problematisch gerade. Ich habe keine Ahnung, sorry. Also, what the fuck, wo renne ich hier lang? Heilige Scheiße, so sehen immer meine ersten Games in CODs aus. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Hallo? Jemand zu Hause? Ich glaube, hier wohnt keiner mehr. Ja, um ganz ehrlich zu sein, hier würde ich auch gleich kündigen. Also die Miete kündigen, ne? Nicht mein Job. So, hier kann ich warten. Da sieht aus. Ja, da sieht aus, als würde jemand spawnen, aber nicht hinter mir. Hinter meinem Arsch. Scheiße. Ich glaube, man kann eher die Schritte so hören. Die Schritte höre ich ja so ein bisschen. Aber ich höre keine Schritte. Nee, ich höre gar nichts. Nein, man hört nichts. Man hört einfach gar nichts. The fuck? Ich finde das mit den Schritte hören einer der wichtigsten Sachen, weil ich finde es einfach super, super wichtig, Schritte zu hören. Weil vielleicht vor allem ist ja mein Lieblingsspielmodus, aber es sieht so im Moment so aus. Es sieht im Moment so aus, als würde es sich ändern, weil... ja, man hört gar nichts. Man hört nur Scheiße. Man hört einfach gar nichts.
Scheiße. Na, prima. Ich freue mich auch schon, wenn ich meinen ersten Schalldämpfer für die Waffe habe. Dann bin ich in Jungfahrt, wenn es um den Schalldämpfer geht, was sehr schön ist. Und ich versuche mich zu konzentrieren gerade. Oh, es ist gerade sehr intensiv, muss ich sagen. Bin auch sehr schwach gerade. Okay, die kommen meistens von der Seite. Ja, da hinten ist einer. Eigentlich ist es total dumm, jetzt hinterher zu laufen, aber ich mach's trotzdem, weil ich dumm bin. Nein, Spaß bin ich gar nicht, Mann. Ich bin der beste, schlauste, nicht ever. So, einmal... Hier, oh, hier ist ein kaputtes Auto. Alles ist hier irgendwie kaputt. Ich habe gerade ein Exoskelett gehört. Ich weiß nicht, wo ich hingehen gucken sollte. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Oh, Mann, Mann, Mann. Mein erster Eindruck von Fly for All ist leider ziemlich traurig. Muss ich ja so gestehen. Jetzt bin ich wieder hier. An meinem Lieblingsort und es ist schon wieder unentschieden. Das kann nicht sein, Mann. Lass mich wenigstens mein erstes Fly for All gewinnen. Ich bin dann sehr hektisch, weil ich nichts hören kann und im Allgemeinen mir das alles hier gar nicht so gefällt in Fly for All. Was ich ziemlich, ziemlich schade finde. Ja, hier kommen wir natürlich... Oh shit, hier kommen wir natürlich nur durch, wenn man rutscht. Rutschen macht Spaß! Ah, ich hätte vielleicht mit dem Exoskelett ausweichen müssen. Aber ich führe jetzt wenigstens. Habe ihn leider nicht bekommen, sonst hätte ich jetzt mehr, deutlich mehr geführt. Mit 2 Kills wenigstens. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Gut, es gibt auch noch 5 Leute hier, ne? Muss man ja sagen, aber trotzdem, ich finde... Auch nur mit 5 Leuten sollte es die Möglichkeit geben, ja, Gegner zu finden. Aber das ist mir ganz ehrlich hier ein bisschen zu langweilig. Voll, was macht der Typ da? Wenn hier der Typ Dingers in der Ecke steckt, ist doch logisch, Alter, dass es langweilig ist. Das schlafe ich hier gleich ein, Mann. Wie wäre es damit, wenn ein bisschen mehr Action hier reingebracht wird? Man hört ja nicht mal Gegner. Soll ich warten, bis ich ein Exoskelett höre und soll ich den dann hinterher rennen oder was? Sorry, aber das ist nicht das, was ich will. Als Fly für alle Spieler. Ja, den habe ich auch... Sorry, aber... den einen Typen habe ich nur am Exoskelett gehört. Nur deswegen. Und hier renne ich dort irgendwo lang. Ich habe keine Ahnung, wo. So, da draußen ist jemand. Die Schlange ist gerade. Ach du Scheiße. Ja, dieses mit dem... Ah, stimmt. Oh. Ich spiele nie auf 8. Ach du Scheiße. So, ich spiele immer auf 4. Keine Ahnung, was diese ganzen mächtigen Pros auf 10 immer wollen. Hä, du spielst nur auf 8? Voll der Loser, ey. Nein, Mann, ich bin kein Loser, du Mann. Du bist ein Loser. Ja, ja. Ich wünschte, ich hätte so wenigstens sowas wie eine Drohne. Feindliche Vorräte! Feindliche Vorräte gesichtet, Ja, oh, genau, das sind die Vorräte, alles klar. Alles klar, das sind die Vorräte, gib mir das. Ach, scheiße. Das geht aber schnell, bis er die hat. Das sind die Vorräte. Das sind die... Also, wenn die so... Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn die auf einen fliegen, Alter. Der wird jetzt zertrümmert. Oh, was haben wir denn hier? Hier sind ja ziemlich viele Gegner. Ja, genau, hier sind ziemlich viele Gegner und ich sterbe natürlich wieder. Wenigstens führe ich gerade. Was haben wir da? Das ist, ich glaube, dieses, was er von den Vorräten bekommen hat. Irgendein Geschütz oder sowas. Ich weiß es nicht. Gott, ich bin gerade angepisst, Alter. Das ist mein erster Eindruck, nicht so toll ist. Das ist natürlich scheiße, weil der erste Eindruck ist mir immer sehr wichtig. Der erste Eindruck vom Spiel gemein gefällt mir. Guck mal, die Leichen liegen hier immer noch. Wie weiß man die endlich... Guck mal, der sexy Pose. Auf jeden Fall eine wundervolle Pose, die er da an den Tag legt. Bitte mehr Posen. Feindliche Vorräte kommen. Hier kann ich... Heilige Scheiße. Mir ist warm, Baby, mir ist warm. So kann man sich beeilen. Der Typ ist hier drin, ne? Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Hab ich dein Exoskelett gehört. Ich renne hier lieber hoch. Gut, langsam, diese Gegend kenne ich schon so ein bisschen. Ich denke nicht, dass er von oben kommt. Ich würde mich auch über eine Drohne freuen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, jetzt hat der eine Drohne. So viel zum Thema Drohne. Natürlich bin ich nicht derjenige, der eine bekommt. Wo geht's hier lang? Hier geht's wieder raus, okay. Also die Garage und die Tür sind die Ausgänge.
So, das Spiel ist natürlich sehr zukunftsmäßig gehalten, deswegen auch das Exoskelett. Ich finde immer Zukunftsspiele. Ich finde immer Zukunftsspiele sehr gut, weil niemand weiß, wie die Zukunft sein wird. Feindliche Bahn über uns. Und man kann sich halt alles. Was? Komm schon, lächerlich. Das ist lächerlich gerade. Er führt mit 3 Kills. Das ist lächerlich gerade. Meine Güte! Ist auch zum Teil irgendwie ein bisschen langweilig. Ich renne hier. Das ist wirklich langweilig. Ich meine, wenn ich die Map ein bisschen besser kennen würde. Es ist nur mein erster Eindruck. Also nicht täuschen lassen, ne? Es ist nur mein erster Eindruck. Ja. Ich gehe einfach mal hier raus. Alles wird gut. Da ist jemand. Oh, schon sein. Nein! Oh, er hat mich doch bekommen. Ah, ich muss da lang, stimmt. Was? Nein! Nein, er führt mit 3 Kills. Oh, ja, schaffe ich nicht mehr, sorry. Ich muss realistisch bleiben. Ja, scheiße. Vor allem dieses ganze Rumgehüpfe, meine Güte. Oh, ich meine Hände topfen schon fast, Alter. Ach du Scheiße. Nee, das hole ich nicht mehr auf. Was? Ich bin Platz 5. Ich war jetzt noch nie im Game, sorry. Ich war noch nie Platz 5. Ah, okay, also mein erster Eindruck, es ist nur mein erster Eindruck, ich bin nicht mal unter die letzten 3 gekommen, oder die ersten 3, normalerweise bin ich in anderen CODs immer erster. Natürlich, die Leute haben schon öfter Frei für alle hier gespielt als ich, weil ich das mein erstes Mal Frei für alle war, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mein erster Eindruck ist sehr, sehr schlecht, weil man hört keine Schritte. Ja, jetzt waren zum Schluss mehr Leute da, alles klar, gut. Da war auch ein bisschen mehr los, muss ich zugeben. Ich bin Level, was für Level bin ich jetzt? Level 12. Okay. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich habe eine neue Waffe, glaube ich. Okay. Sehr interessant, wir wissen Bescheid. Ein Aufsatz für eine Waffe, glaube ich. Was den Schaden erhöht und was die Präzision leiden lässt. Ja, ich bin ein bisschen angepisst, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Also ich denke, das merkt man auch in meiner Stimme. Weil, Frei für alle ist normalerweise mein Lieblingsspielmodus und irgendwie dieses ganze Rumgehüpfe zerstört es so ein bisschen. Nichts gegen andere Spielmodis. Die sind auf jeden Fall auch mit dem Rumgehüpfe ganz gut und nichts gegen das Rumgehüpfe. Aber in Frei für alle finde ich das ein bisschen scheiße, weil normalerweise ist man sehr auf die Schritte angewiesen, dass man das Talent und die Ahnung hat, die Schritte zu identifizieren. Und das habe ich ja leider nicht, weil ich nicht mal Schritte höre. Ich bin geduckt gelaufen und mich selber nicht gehört, weil ich höre mich auch selber nicht. Ich habe das Perk noch gar nicht gegen eigene Schritte. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Und das Ganze ist, man muss ein bisschen auf den Instinkt achten und der Instinkt hilft einem nicht immer. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss!